Neue Lay's Chips für Deutschland. Ja, neue Version und die haben verrückte Geschmäcker, nämlich KFC-Geschmack, das ist kein Scherz, und Subway-Teriyaki-Geschmack. Was das genau ist, wie das genau schmeckt, das erfahrt ihr jetzt im Test und natürlich auch, wo es die zu kaufen gibt. Willkommen bei der Foodschau. Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Es gibt neue Chips für euch von Lay's. Und diese mit original KFC-Geschmack nach frittierten Hähnchen und original Subway-Teriyaki-Geschmack. Finde ich ganz schön geil. Gibt es jetzt ab sofort bei Rewe, habe ich die auch gefunden, für 1,59 Euro die Packung. Das geht eigentlich auch klar. Ihr bekommt hier eine 150 Gramm Packung und zusätzlich bekommt ihr sogar noch einen Gutschein, wenn ihr KFC- oder Subway-Fans seid, wie zum Beispiel oben, für einen zweiten Colonel TS Burger. Dann gibt es einfach einen zweiten umsonst dazu. Oder bei Subway ein zweites 30 cm Sub. Und da steht nicht mal drauf, was für eins. Ich kann es mir also frei aussuchen. Also es gibt ein zweites 30 cm Sub kostenfrei dazu, weil ich so eine Packung gekauft habe. Hier an der Seite so ein Code drauf, den muss ich auf subway.de eingeben. Subway sage ich schon, auf Lay's, auf diesen Aktionsseite eingeben bei denen bei Lay's. Und dann gibt es halt einen Gutschein, den ich dann einlösen kann. Und der Gutschein ist angeblich einlösbar bis zum 31. Oktober 2021. Also das ist schon ganz schön geil, muss man sagen, mit der Aktion. Weil das ist ja, es ist ja viel billiger, wenn du einfach mal umrechnest. Ihr kauft euch die Tüten, auch wenn es euch schmeckt, ist ja noch besser. Und wenn es euch nicht schmeckt, ist es trotzdem günstiger für euch, an einen Burger oder an ein zweites Sub zu kommen. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja, wie gesagt, gibt es ab sofort. Zutatennährwerte blende ich euch jetzt gleich ein bei den jeweiligen Chips. Was haben wir hier? Wir haben hier normale Kartoffelchips mit frittierten Hähnchengeschmack. Das hatte ich schon erwähnt. Und bei denen hier habt ihr Teriyaki-Geschmack. Hier sind es einfach Riffelchips. Ich bin ja auch so ein Riffel-Fan. Das quatscht einfach mehr. Aber ich bin mal gespannt. Wir probieren jetzt auf jeden Fall erstmal die KFC-Chips aus. Ich bin gespannt, was die können. Falls jetzt noch einer sagt, hey, es gibt doch noch eine dritte Sorte. Ja, Pizza Hut soll es angeblich noch geben. Gibt es, aber nicht in Deutschland. In England gibt es noch die dritte Sorte Pizza Hut. Da Pizza Hut in Deutschland aber gar nicht mehr so stark vertreten ist, haben sie keine Pizza Hut-Edition hier in Deutschland rausgebracht. Sollte eigentlich auch nur noch Pizza schmecken. Pizza mit Käse. Also Margarita hat Pringles schon mal gemacht, war eigentlich nie geil bisher. Also Pizza-Chips haben bisher noch nie geschmeckt. Ja, ich bin gespannt, was die jetzt können. Ich blende euch jetzt schon mal die Zutaten und Nährwerte der Version ein. Sie riechen gut, muss man sagen. Haben wirklich so einen Hähnchengeruch. Also wirklich ein bisschen, also gerade wenn man jetzt länger riecht und der Geruch verfliegt, ist es wirklich leicht frittiertes Hähnchen. Also der Geruch ist super. Ja, ich ziehe euch mal einen Chip raus, damit ihr euch den einmal angucken könnt. Viel werdet ihr nicht sehen, das ist ein Kartoffelchip, ne? Ihr seht, dass da so ein schwarzer Punkt mit drauf ist. Das wird, denke ich mal, irgendwas von der Würze sein. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob die geschmacklich was können. Könnten, finde ich, knuspriger sein. Sie sind zwar knusprig, haben aber irgendeine eine gewisse Weichigkeit. Aber nach frittierten Hähnchen? Also es geht irgendwie in diese Richtung. Auch eine gewisse Schärfe ist da. Ich merke so leicht im Rachen, dass irgendwas leicht brennt. Also es geht in die Richtung frittiertes Hähnchen. Ich finde sie aber lecker. Also sie treffen vielleicht nicht hundertprozentig den Geschmack, der versprochen wurde. Aber sie sind leicht pikant. Sie haben so eine Art Fleischnote. Ist ja nicht irgendwas drin, dass die rein theoretisch vegan wären. Das ist ja nochmal so ein Thema. Nee, Molkepulver ist drin, sorry. Damit ist das Thema vegan direkt vorbei. nicht schlecht. Werden nicht meine Lieblingschips. Es geht so ein bisschen leicht in die Panade von KFC, aber ganz leicht nur, nicht so extrem. Aber man sieht, was probiert wird und man schmeckt, was probiert werden sollte. Punktemäßig würde ich den 4 von 5 Punkten geben. Es sind leckere Chips, die schmecken. Also daran scheitert es nicht. Ich könnte jetzt wirklich weiter snacken. Nur knuspriger könnten sie sein und halt ein bisschen mehr. Dieses Hähnchen an sich schmeckt so ein bisschen mehr wie eine pfeffrige Panade vom Hähnchen. Also dieser Pfeffergeschmack, der ist sehr präsent, wie man es auch von KFC teilweise kennt. Aber es ist noch nicht ganz perfekt.
Subway. Ich bin einfach ein Subway-Fan. Ich mag Subway total gerne. Weil ich finde, das ist ein geiles Fastfood, mit dem man richtig schön satt wird. Also das ist auch das Schöne dran. Zutaten, ja, werde blende ich euch ein. Ja, geruchlich nicht schlecht, aber ist nicht der Hammer. Gucken wir einmal kurz, ob die hier vegan wären. Aroma, Säuremittel. Die sind vegan, ne? Der ist nix. Zucker, Dextrose, Salz, Aromen, Zwiebelpulver, Knoblauch, Säuerungsmittel, Zitronenpfeffer, schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer. Ne, die sind vegan eigentlich. Mal gucken. Eigentlich müsste auch irgendwo ein Vegan-Logo dann drauf sein, aber rein theoretisch wären die vegan, so wie ich die Zutaten nehme. Ihr seht sie ja auch. Wenn ihr da andere Meinung seid, schreibt es mir gerne rein, aber eigentlich müssten die vegan sein. Ja, bin gespannt. Chicken Teriyaki, oder nicht Chicken Teriyaki-Geschmack, nur Teriyaki-Geschmack. Knuspriger durch den Wellenschliff. Sehr interessanter Geschmack. Im ersten Moment schmeckt es ein bisschen nach Sojasauce. Und dann kommt nach hinten so eine richtig schöne Süße und der Teriyaki-Geschmack raus. Also die sind richtig gut. Aber man sollte halt Teriyaki-Geschmack mögen. Wer Teriyaki nicht mag, wird mit diesen Chips nicht glücklich. Also beide unterscheiden sich wirklich total. Ich finde die aber weitaus besser gelungen. Aber der Teriyaki-Geschmack ist an Chips richtig gut, finde ich. Hat einfach diese schöne Säure. Es hat so ein Spiel aus Süß, Säure und Kartoffelchip mit Salzigkeit. Sehr, sehr geil. Inhalte so einer Tüte nach Luftverpackung ungefähr nur so viel, damit das ungefähr nur seht. Also die Hälfte. Die sind auf jeden Fall besser. Den würde ich 4,5 von 5 geben. Also noch nicht 5, die könnten noch knuspriger sein. Ich glaube, die müssten noch einen Ticken knuspriger sein, dann wären die richtig, richtig gut. Aber sehr, sehr leckere Chips. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Mit beiden macht ihr nichts falsch. Plus diese Gutscheinaktion. Probiert sie aus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet oder welche Version ihr probieren werdet. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin. Ciao. Euer Bob.